Servus liebe Zuschauer, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Gothic 3. Wir haben im letzten Mal hier unten unter dieser Klippe aufgehört, aufgrund der Tatsache, dass da oben ein Ahnengrab ist, Gesundheit hält, zu dem wir uns begeben möchten. Dementsprechend... Ups. Müssen wir uns einen Weg dahin aufsuchen, den wir hier glaube ich nicht finden. Mal in die andere Richtung. Den wollen wir nicht killen, auch wenn ich ein Trollhunter bin. Das ist mir gerade ein bisschen zu zeitraubend. Und das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus und ich hoffe, das ist wegen den Skeletten und nicht wegen dem Troll, diese Kampfmusik. Denn ansonsten hätten wir jetzt ein Zwei-Fronten-Problem. Uns einmal historisch auszudrücken. Beziehungsweise Zwei-Fronten-Krieg gibt's so leer. Verdammt. Möchtet ihr mich verarschen? Eine Riesenhorde Skelette macht mich fertig. Ich hoffe mal, ihr hört mein Handy nicht vibrieren. Denn das hat es, glaube ich, gerade. Verdammt. Ich hoffe zumindest, dass das das richtige Grab ist. Wobei ich es irgendwie nicht annehme. Das ist das erste, wo wir hingehen. Ich weiß leider nicht mehr auswendig, welches das richtige war. So, das Kämpfen habe ich leider auch ein wenig verlernt, wie ihr merkt. Ich weiß leider gar nicht mehr, wie man sich... Wie hat man sich nochmal gedreht? Irgendwie kann man sich ja drehen mit der Waffe. Aber das weiß ich leider überhaupt nicht mehr, wie es geht. Komm, stirb. Verdammt. Ich glaube, das ging schon einmal besser mit dem Kämpfen, wage ich einmal zu behaupten. Der Arme hat keinen Schild. Wird diskriminiert. Und das Kanonenfutter verwendet. Ja, kommt, geht mir aus dem Weg, liebe Freunde. Habe ich alternative KI eingeschalten? Ja, das würde so einiges erklären. Jetzt wisst ihr, wo man das sieht. Nein. Nein, habe ich sogar aus. Ich glaube, das ziemlich schwierig vorkommt, dass die alternative KI macht das letztens ein wenig schwieriger, aber da ich die gerade nicht anhabe. Wir hier leider einige unserer Hälfte verbrauchen. Damit wir hier nicht sterben. Komm, dich kriege ich zumindest noch. Dich auch. Wir scheinen vorhin eine ziemlich große Menge an Skeletten beschädigt zu haben. Aber davon keine gekillt zu haben, was uns jetzt ein wenig zum Verhängnis wird. Verdammt.
So, der wäre tot. Du auch. Ah, schön langsam lichtet sich. Schön. Verdammt. Unsere Leben. Knapp. Gut, dass ich nochmal drauf geschaut habe, sonst wäre es jetzt schon zu spät. Schwupps. So, der wäre tot. Und die beiden dürften jetzt eigentlich nur noch ein wenig lächerlich sein. So, gut, dann hätten wir das einmal geschafft, diese doch sehr große Schlacht, wenn ich das mal so erwähnen darf. Die Musik ist sehr schön. Und die haben sie, glaube ich, noch nie gehört. Das kann eigentlich nur das Positive heißen. So, dann werden wir jetzt ein bisschen gebratene Fleischwands essen, da wir ja noch eigentlich relativ viele Leben haben, aber die trotzdem noch auffüllen wollen. Man kann nie genug Leben haben. Da hinten sind noch mehr. In jedem Fall werde ich das jetzt einmal abspeichern. Denn ansonsten werden wir hier ein klitzekleines Problem haben. So. Servus, Freunde. Wie geht's? Ich glaube, ihr habt ein bisschen abgenommen. Kann das sein? Verdammt. Also diese Position ist schon einmal nicht sehr vorteilhaft. Verdammt. Gibt's jetzt erstmal den leckeren Eintopf, dann haben wir die mal weg. Und ein Stück Fleisch. Und noch ein Stück Fleisch. Wir brauchen Eiweiß. Verdammt. Die sind sehr gewieft, die Gegner. Die stechen immer so zu, dass wir so nach hinten taumeln. Obwohl ich mich immer wieder frage, wie Skelette denken. Wobei, die haben ja noch den Schädel. Vielleicht ist da noch ein kleiner Restbestandteil Hirn drin. Jetzt sehe ich wieder, dass wir es so gemacht haben. Dass die meisten geschwächt sind, aber leider keines tot ist. Oder außer jetzt dem einen halt. Wobei sich die Taktik dann ja später doch auszahlt. Ich glaube, das Spiel wird von vollkommen übertönt von dem Gestöhne des Helden, wenn er getroffen wird. Da.
Da! 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 Und wieder Bogenschützen. Da! Da! Ich glaube, er kennt meine Meinung zu Bogenschützen inzwischen schon relativ gut. Da! Das hat sich in letzter Zeit nicht geändert. Da! So. Da! Oh. Da! Oh. Bevor du wechseln kannst. Ach, war nur knapp. Und jetzt kriege ich dich wieder nicht anvisiert. Doch jetzt. Da! 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 Da. So, ihr hört, beziehungsweise hört eben nicht, dass ich mich konzentrieren muss und dementsprechend nicht so viel kommentieren kann, leider. Aber dafür hoffe ich, dass ich es dann ohne Probleme schaffe. Ich hoffe tatsächlich, dass das richtige Grab ist, sonst stehen uns das hier noch ein wenig häufiger bevor. Weil ich ja sehr in gewisser Weise auch bezweifle, dass der erste Wahl gleich der richtige ist. Ich glaube mich nur erinnern zu können, dass ich damals das Richtige erst wirklich ganz zum Schluss gehabt habe. So, gibt es ja noch einen Bogenschützen. Dann kommt der als nächstes dran. Aber gibt es nicht. Uhu. Da ist, glaube ich, der Inhaber dieses Grabes. Dann gehören, glaube ich, die Teile hier. Die Aktien gehören ihm. Boah, ich hätte doch gern so ein Grab als Aktie. Da gibt es immer Bedarf. Das ist ein, ja, ein sicheres Anliegen von Geld. Glaube ich, zahlt sich aus. So, und der backt sich in den Stein hinein. Mit einem Fuß. Aber machen wir als letztes. Weil der steht momentan eh nur seelenruhig in der Gegend rum und lässt seine Untergebenen da mal arbeiten. Jetzt wehre ich sowieso schon ab. Dann können die trotzdem noch zustechen. Da!
So, wie heißt du? Balda. Ah, das schaut dann aber nicht so aus, als ob das dann hier das Artefakt wäre, wenn du hier der Inhaber bist. Und mir kommt vor, dass der Schwächste von allen war. Aber er hat eine Barbaren-Streitaxt. Runensockel. Dort ist ein Loch in dem Sockel. Dort kann man etwas hineinstecken. Okay. Neue Quest, Baldas Grab. Das schauen wir uns gleich mal an. Wo finde ich das? Hier. Hm, eine tolle Questbeschreibung. Und wir nehmen uns jetzt hier diese Waffen, die hier liegen. Beziehungsweise öffnen hier die Truhe, die alte. Zwei Heiltränke, okay. Ein Pfeil. Skelett. Jetzt muss ich mich erstmal wieder daran gewöhnen, dass wir hier gar kein begrenztes Inventar haben. So, das Schwert, der Schild. Und sonst leider nichts Interessantes. Schade. Schade, schade. Diese Einbuchtung hier ist auch ein wenig verdächtig. Aber es ist leider nichts dahinter oder drin. Hm, Nahrungsmittel gibt es ja auch. Ja, wirklich eine gute Aktie. Frisches Essen. Gute Lage. Sogar einen Stuhl drin. Skelette können wir durchsuchen, aber ihn nicht. Das ist schon ein bisschen blöd, finde ich. Das hätte man ein bisschen besser lösen können. Weil gerade die wichtigste Person hier hat kein Inventar. Ein Amulett. Welches Amulett ist das? Scheinbar nicht das Adonis-Amulett. Aber Gold gibt's. Den Schatz. So, ansonsten gibt's hier nichts. Doch, das Schwert noch. Und lauter etwaigen Schund. Ansonsten können wir da jetzt mal getrost rausgehen und wissen, dieses Grab ist es nicht, zu dem wir müssen. Sondern wir werden uns jetzt einmal zu den anderen begeben. Nachdem wir hier die Pfeile, die Skelette verschossen haben, einsammeln. Also zielen können sie nicht sonderlich gut. Aber überhaupt nicht. Aber die da an der Wand können sie sich ruhig behalten. Gibt es in dem Raum noch eine Truhe, die es sich zu plündern lohnet? Ich glaube nicht. Dieses Eis hier ist aber auch verdächtig. Spiegelt sich das? Nein, das würden wir dann sehen. Aber ob es vielleicht eine Spiegelung darstellen soll? Hm. Oder dahinter ist tatsächlich etwas. Ich glaube, am praktischsten ist es, wenn wir jetzt dann zu der hier gehen. Denn da gibt es, whoops, einen Weg. Und ich glaube, ich habe gerade gehört, wie jemand die Waffe gezogen hat. Ein Goblin, der einen Knüppel zieht, macht so ein Geräusch. Wobei, das ist kein Knüppel, sondern ein Schwert. Und normalerweise macht es dieses Geräusch hier nur, wenn man das Schwert aus der Scheide zieht. Und das ist bei einem Goblin ja sicherlich nicht der Fall. Wo
Wobei der Held das hier auch nicht hat am Rücken. Wobei bei der Ork-Rüstung könnte das schon der Fall sein. Das sieht schon ein wenig so aus. So. Nein, nicht schon wieder. Nervige Goblins. Kannst du nicht gleichzeitig mit deinen Kollegen hier ankommen? Hättest du eine höhere Überlebenschance. Aber nein, du möchtest scheinbar einsam sterben. So, dann gehen wir einfach hier entlang, nicht diesen komischen roten Markierungen folgen. Aber auch nicht ins Ork-Gebiet. Das schaut zumindest so aus wie eins. Und auch nicht ins Säbelzahngebiet. So, dann werde ich hier jetzt noch einmal abspeichern. So, habe ich das vielleicht wieder ein wenig verkürzt. Das ist aber die falsche Richtung. Ach, lass mich in Ruhe, Wölfe. Ich brauche keine Gesellschaft. Von dir genauso wenig. Nutzen wir mal den Schnaps, den wir haben. Mein Hirsch. Und Goblins. Und wir laufen wieder in die falsche Richtung. Wie üblich. Und in eine Sackgasse höchstwahrscheinlich. Genau, nämlich daher, wo wir dieses Erz gefunden haben. Und ich habe den Ork gehört. Und eine Heilwurzel. In der Kälte wächst eine Heilwurzel. Oder gar ein Sonnenkraut. Ich glaube, das Sonnenkraut hat Schmerzen, wenn es hier wächst. Sonst könnte ich mir das nicht vorstellen. Die Waldbeere nehmen wir auch noch. So, das Wollnasen lassen wir mal. Und ich bin genau drum rumgelaufen. Um den Punkt, wo ich eigentlich hin wollte. Aber ich hoffe, dass ich ihn jetzt gleich wieder finde. So, wenn wir hier entlang laufen. An den Hirschen vorbei. Geht's da unten wieder nach rechts. Zumindest sieht das für mich ein wenig danach aus. Hm, runter geht's, aber nach rechts eher weniger. Aber wenn wir hier nach links jetzt abzweigen, dann könnte es sein, dass wir hierher kommen. Und ob wir das dann auch erreichen, würde ich sagen, seht ihr im nächsten Part von Let's Play Gothic 3. Bis dahin, viel Spaß mit meinen Videos. Ciao.